aus der Hensch Arena zum dritten Spieltag der Regionalliga Nord. Der SV Meppen empfängt heute den SV Drochtersen Assel. Und wir gehen rein. Drochtersen in den roten Trikots von links nach rechts. Vielleicht direkt mal mit dem ersten Abschluss. Fernandes. 10 Sekunden hat es gedauert hier, bis wir den ersten Abschluss der Partie haben. Sonst wäre Wensing auch noch eine Möglichkeit gewesen auf der Doppel-6. Aber der fehlt natürlich heute aufgrund seiner gelb-roten Karte gegen die Kickers aus Emden. Vergangene Woche müssen wir jetzt hier auf Fernandes achten. Pünkt. Jetzt mal auf Seiten der Meppen, dann langer Einwurf. Luca Prasse kann das natürlich auch. Tuglo. Jansen mit dem Abschluss. Beste Chance für die Meppner. Und jetzt gucken wir auf den Freistoß. Jansen lässt für Möller rüber. Gut gespielt von Drochtersen. Stolpert da über den Ball. Kein Elfmeter. Jetzt die Möglichkeit für Meppen. Links hat Demay Platz. Jetzt vielleicht mal der Konter. Demay und Giba. Das muss den Platzverweis geben. Und das gibt die gelb-rote Karte für Liam Giba. Früh im Spiel hat er hier die gelbe Karte geholt. Und hier ganz klar zweite gelbe Karte. Wissner, Tuglo schaltet sich da wieder, beziehungsweise rückt mal vor ins Mittelfeld als zusätzliche Anspielstation. Wissner, auch keine gute Flanke. Stuhlmacher, gute Ballbaute. Lenz, jetzt vielleicht nochmal durchstecken. Und da ist Jansen, wird gestört und dann im Nachrücken Haritonov. Unverändert das Spiel, komplett abgeflacht. Beste Chance in der zweiten Halbzeit, auch eigentlich die einzige Chance von Haritonov. Anfang der zweiten Halbzeit gab es auch noch so ein, zwei kleinere Dinger. Jetzt haben wir vielleicht mal die Flanke, da ist Demay! Was ein Ding! Wir wollen hier den Sieg. Tuglo im Mittelfeld jetzt hier. Mit der Flanke, die ist gut. Demay legt nochmal ab, Schepp einhaken und der Abschluss. Christopher Schepp. Göttel an der Eckfahne. Setzt sich gegen Zumdijk durch. Und dann ist da nochmal die Chance für Drochtersen. Finn Wendler. Kommt den Ball jetzt auch Sprickelmeier. Einwurf. Oh, der Linienrichter hatte für Drochtersen angezeigt, aber gut, dass die Meppen dann ihn schnell ausgeführt haben, weil so geht das Spiel weiter. Zumdijk. Und da ist Jansen mit dem Abschluss. Bisschen aus dem Nichts, dieser Schuss hier. Zumdijk. Lenz. Guter Ball auf Schepp. Christoph Schepp abgelegt auf Zumdijk. Ich denke, der Schiedsrichter wird das Spiel jetzt gleich abpfeifen, sobald der Ball in der Luft ist. Und genau so ist es auch. Ich denke, man hört die Pfiffe. Drochtersen Assel hier 0:0.